Wenn ich jetzt damit auf das Bild gehe, dann sieht das fast aus wie so ein Hochzeitsbild. Deswegen verschwinde ich lieber auf die Seite da und lass dich mal ganz kurz was zu eurem wundervollen Container oder Tiny House erzählen. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Tiny Malisto. Ich bin Vanessa Wenck, die Geschäftsführerin. Und ja, ich selber bin jetzt seit 10 Jahren Unternehmerin in der Immobilienbranche und als Maklerin und auch selber Investorin, unter anderem auch Vorständin der Bundesverbraucherhilfe für das Thema bezahlbaren Wohnraum schaffen, musste ich tatsächlich dieses Thema hier vorantreiben. Man sieht hier kein typisches Tiny House on Wheels, also auf Rädern, sondern ein Modulhaus, was einfach mit einem Tieflader kommt, abgeladen wird und angeschlossen wird und dann ist man schon fertig. Und das ist wahrscheinlich so jetzt das größte Alleinstellungsmerkmal. Damit können wir auch extrem große Gewichte transportieren. Wir sind also nicht an die 3,5-Tonnen-Grenze angewiesen und können deshalb auch einen extrem guten Standard liefern mit extrem großen Glaselementen und auch einer sehr guten Dämmung, mit der wir sogar KfW-förderungsfähig sind. Das heißt, man bekommt extrem niedrige Zinsen und nochmal einen ganz guten Bonus on top. Und ja, dementsprechend ist das ein ganz anderes, Wohnen im Tiny House, als man das klassischerweise so kennt. Und damit sind wir einfach auch wohngenehmigungsfähig. So viel dazu. Hört sich großartig an. Kannst du schon irgendwie was zu eurer Zielgruppe sagen? Also wer interessiert sich denn für so Wohnen im Container? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir auch diese Module in L-Form bauen können oder auch in U-Form oder auch übereinander oder mit Dachterrasse. Und damit sind wir natürlich sehr, sehr breit gefächert in den Zielgruppen. Das heißt, es kann sein, dass die Oma auf dem großen Grundstück der Familie gerne ihre eigenen 4 Wände hätte, aber gerne in der Nähe ist von ihren Kindern und Enkelkindern und die bekommt dann zum Beispiel so ein Tiny House oder wenn es ein... Die Schwiegermutter im Hinterhof. Genau, so ja, ungefähr. Wundervoll. Ja. Oder behindertengerechtes Wohnen ist damit natürlich möglich, weil wir auch mit einer Rampe eine Barrierefreiheit befriedigen können und dann auch eine schöne Terrasse, eine Veranda bauen können. Also man sieht das auch relativ gut dann auf unseren, ich kann es mal zeigen, dass wir auch nicht bei unserem Ausstellungsstück jetzt, was immer mit uns auf Reisen geht, aber wenn es feststeht, können wir dann auch solche Dächer und so eine Veranda mit dazu bauen oder das Ganze in L-Form machen und damit befriedigen wir einfach eine riesengroße Zielgruppe, die zum Beispiel auch Selbstnutzer ist als Familie oder auch Wochenendnutzer. Oder der Student. Und wir haben auch Anfragen von Monteursunterkünften, die das dann quasi durch 2 teilen, den Raum. Und dann hat man dort 2 getrennte Schlafbereiche. Ganz klasse. Wir sind jetzt hier gerade ganz schnell an so einem Slider vorbei. Erzählen wir vielleicht später was drüber. Ja. Ich will euch jetzt mal ganz kurz erstmal dieses Tiny House zeigen, weil das ist so toll. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Okay. Gehen wir bitte vor. Gehen wir mal durch. Ja, ich kann ja ganz kurz hier noch was davor sagen. Ja, also vielleicht ganz grundsätzlich, dieses Tiny House hat eine Überbreite von 3 Metern. Ein klassisches Tiny House on Wheels hat 2,40 Meter, 2,50 Meter circa. Das heißt, diese 50 Zentimeter mehr, wir werden es gleich sehen, das ist durchaus dann schon eine gute Größe und es tut dem Ganzen auch definitiv gut aus meiner Sicht. Wir haben jetzt auch hier diese riesengroßen Glaselemente, die ich schon mal angedeutet habe. Wenn du sagst, das ist übergroß, ist das denn halt eine normale Container, so eine... Wir können ganz normal mit einem Tieflader zum Beispiel das verladen. Das heißt, wir brauchen keine Begleitfahrzeuge, nix. Ja. Und das ist dementsprechend ein extrem kostengünstiger Transport. Okay. Ne? Ganz einfach. Ja, dann haben wir hier diese ganz großen Glaselemente. Man kann das auch als Terrassentür dann nutzen, so wie wir es jetzt gerade eben auch gesehen haben. Und dann habe ich eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Also das ist das kleinste Modul. Der Eingang ist schon extrem spektakulär. Das ist ja wie draußen wohnen. Genau, ne? Richtig. Also tatsächlich auch von hier aus kann man dann den perfekten Instagram-View genießen. Also das war mir sehr wichtig bei dem Bau, dass man einfach auch wirklich dieses Outdoor-Gefühl innen bekommt und es wirklich relativ gut auch kombiniert. Und mir war es auch wichtig, dass wir hier eine Funktionalität hinbekommen und dass auch das kleinste Modul alles hat, was man braucht. Wir haben zum Beispiel ein Doppelbett. Wir haben einen riesengroßen Schrank, der viel höher ist als jeder IKEA-Schrank. Der hat nämlich 2,70 Meter Höhe, der geht also von oben bis ganz runter.
Und man kann also da auch Kleider hinhängen, lange Jacken. Und man kann auch durch eine Luke von außen drauf zugreifen. Also wenn ich zum Beispiel meine Liegestühle gerne auch drin lagern möchte, dann ist das gar kein Problem. Und ein Doppelbett, wie gesagt. Ne? Das erstmal dazu. Ja, und ich glaube, das Liegen da ist natürlich spektakulär. Ne? Mit so einem Ausblick. Also schon cool. Da braucht man noch das richtige Grundstück und den richtigen Blick. Aber das ist auf jeden Fall spektakulär. Ja, also das Gute ist ja, direkt quasi ein Stand weiter ist mein Maklerunternehmen Immowenk. Und mit dem suchen wir auch proaktiv Tiny House Grundstücke und unterstützen da auch unsere Kunden bei der Suche. Und auch zum Beispiel, wir können Baulücken befüllen mit diesem Tiny House, weil wir einfach über das Dach mit einem Kran das Tiny House heben können. Und dann ist es angeschlossen und fertig sind wir schon. Genau. Das ist vielleicht noch praktisch. Also wenn jemand ein Grundstück sucht für Tiny Häuser, dann gerne mal bei Immowenk gucken. Da gibt es ein Suchprofil. Das kann man dann einfach eingeben. Ja, dann haben wir hier quasi den Essbereich. Also ich kann jetzt hier 1,60 Meter Länge Tisch ausziehen. Wenn ich will, kann ich sogar noch weiter ausziehen und kann dann wirklich drumherum insgesamt ca. 6 Personen setzen. Und wenn ich möchte, kann ich es auch einfach mit rausnehmen in den Outdoor-Bereich. Und dann zum Beispiel unten das dann nutzen für den Kleinen oder die Kleine als Kuschelecke. Oder wenn ich möchte, das zeige ich auch gerne. Jetzt hast du das schon verraten. Jetzt muss ich das natürlich auch gerade mal filmen, weil das ist in der Tat auch, Lotti würde sich tot freuen über so eine Ecke. Es ist wundervoll. Guckt euch das mal an. Ich kann mir das schon genau vorstellen. Und ich glaube, wir würden die da auch gar nicht mehr rauskriegen. Sehr, sehr, sehr cool. Also ein kleines Kinderzimmer unter dem Bett. Ja, und das Gute ist, wir können auch das Bett höher setzen oder wenn man möchte, wir können sogar ein höhenverstellbares Bett integrieren und wir können auch alle Fenster vergrößern oder verkleinern, wenn man möchte. So, genau, mit so einem Tisch, ne, dann kann man auf jeden Fall nicht der Schwiegermutter sagen, du, wir haben gar keinen Platz. Ne? Also da ist ja dann in der Tat sehr, sehr viel Platz. Auch allein, was ihr hier sowieso für einen Tanzbereich habt. Ne? Ja. Genau, also, hier vorne im Eingang ist ein Riesenplatz. Genau, also es ist jetzt unser Ausstellungsstück. Wenn jemand das tatsächlich bestellt, dann wird gemeinsam das Wohnkonzept einmal aufgestellt. Also wir schauen, was möchte der Kunde genau haben. Und wir machen dann für ihn einen optimalen Grundriss. Und dann schauen wir, dass wir alles unterbringen, was er gerne hätte. Wir haben zum Beispiel hier jetzt auch eine Riesenschublade. Die ist 1,60 Meter lang, genauso lang wie der Tisch. Ist jetzt erstmal alles nur ein bisschen unordentlich da drin, aber kann man komplett ausziehen und sehr viel Staufläche auch nochmal haben. Und das Gute ist, dass wir auch 3 Schubladen machen können. Also wenn jemand keinen Bereich da unten möchte, dann können wir trotzdem auch einen Tisch mit integrieren, der also in Schienen liegt. Und dann also unten hat er dann den Stauraum, wenn er möchte. Weißt du gerade nochmal die Maße hier von dem ganzen Container? 3 Meter mal 6 Meter und 3 Meter Höhe. Also wir sind wesentlich größer nochmal als ein typischer Standardcontainer oder als auch ein klassisches Tiny House, was man hinter einem größeren Auto, hinter einem Pickup herziehen müsste. Genau, und natürlich wesentlich stabiler. Dieses Tiny House wiegt im Vergleich zu den anderen, die 3,5 Tonnen wiegen, 6 Tonnen. Und hat damit natürlich alleine diese Fensterfronten wiegen natürlich sehr viel, brauchen auch eine Stabilität. Also der Rahmen ist ein sehr massiver Metallrahmen und auch ökologisch nachhaltig, weil das jetzt ein recycelter Container ist. Okay. Na? Und wie gesagt, das kann man auch noch als L-Variante. Du hattest es eben gerade schon gesagt, es gäbe keine Probleme mit dem Transport dieses Containers zum Grundstück. Ja, also wir ziehen es andauernd um. Ne? Wir kommen einfach mit einem LKW, da ist ein Kran dabei und dann wird es abgeladen, angeschlossen, fertig. Okay. Na, also das war ganz witzig, wir haben das gestern hierher gebracht. Wir waren eigentlich 5 Minuten später schon angeschlossen, fertig und haben andere natürlich angefangen, ihre Tiny Häuser erstmal aufzubauen. Ja. Weil in diesen 3,5 Tonnen, die drin sein dürfen, versuchen die natürlich alles dann rauszunehmen und separat zu transportieren. Kleidung oder auch irgendwie Möbel oder zum Teil sogar Bodenbelege, damit das halt überhaupt passt vom Gewicht. Ne? Absolut. Gut, dann haben wir eigentlich alles, was man auch standardmäßig so braucht in der Wohnung. Eine Waschmaschine mit Trocknerfunktion. Wenn man das, wie gesagt, jetzt beauftragt, dann wird das alles individuell von einem Schreiner
gemacht und wir entwickeln es vorher und visualisieren es. Ein großer Geschirrspüler, eine riesengroße Glasfront, die natürlich umso schöner ist, wenn man weiter gucken kann, als jetzt gegen die Wand. Ja, wir haben einen Backofen, ein Ceran-Kochfeld und man bekommt auch wirklich relativ viel Fläche. Das liegt wirklich daran, dass wir eine Breite haben von 3 Metern. Mhm. Also in allen anderen Tiny-Häusern, die man klassischerweise so kennt, ist es schon so ein bisschen wie in einem etwas größeren Wohnwagen tatsächlich. Es ist ein bisschen begrenzter. Das stimmt. Es fühlt sich hier richtig an wie ein normales Haus, würde ich schon sagen. Wie so ein kleines Ferienhaus. Hm. Und vor allen Dingen auch, ihr habt es trotzdem, ich will mal sagen, sehr durchdesignt, ne? Sehr schick gemacht, sehr also, minimalistisch. Ja, es war minimalistisch und tatsächlich geplant und das funktioniert auch nur, wenn man sich für ein Material entscheidet. Viele versuchen dann künstlich das einfach so machen wie ein normales Haus mit normalen Möbeln. Aber aus meiner Sicht lebt so ein Tiny House wirklich erst so richtig auf, wenn es einen effizienten Grundriss hat und das Einrichtungskonzept wirklich auch toll gemacht ist und minimalistisch, nicht zu viele unterschiedliche Materialien. Absolut. Und das habt ihr auf jeden Fall gut hingekriegt. Dankeschön. Also es ist schon spektakulär. Allein was halt natürlich so dieses Gefühl der Größe gibt, ne? Das hat ja nicht nur was mit auch diesen die riesigen Höhe. Fensterflächen zu tun, genau. Ja. Auch die Höhe. Genau, ja. Das ist bei den Tiny-Häusern natürlich auch immer so, dass man versucht, mit diesen genau. Ebenen zu arbeiten. Die müssen auch noch die Räder runterkriegen und das ja. können wir alles ja, vernachlässigen. Ja, vor allen Dingen macht es ja auch wenig Sinn, wenn du ein Tiny-House einmal irgendwo hinziehst und sagst, da ist jetzt mein Grundstück und da steht das Haus. Also die Realität, man sieht das auch im Internet, ist, dass die schon ein Problem kriegen, einen Bauplatz zu bekommen. Eine Genehmigung und ja. das dann einmal im Jahr zu verändern, das ist quasi unmöglich. Ja. Ne? Also und wie ist hier so die Erfahrung mit so einem Container? Ist es einfacher, ja. dann eine Baugenehmigung also, zu bekommen? So eine Modulbauweise ist extrem leicht genehmigen zu lassen, weil okay. Wir, wie gesagt, nicht diese Räder haben. Es sieht nicht nach Trailerpark aus. Davor haben halt Kommunen Angst. Ja. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ja. Und dadurch, dass wir ja im Gewicht nicht gebunden sind, haben wir extrem dicke Wände. Ne? Das ist natürlich auch alles Gewicht. Wir haben drei verglaste Fenster und natürlich gedämmte Decken und Böden. Das heißt, wir sind von der Energieeffizienz KfW-förderfähig und auch baugenehmigungsfähig für eine Wohnnutzung. Ja, wie heizt ihr hier jetzt dann? Über eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Ja. Wir haben zusätzlich eine Fußbodenheizung. Perfekt. Wir haben dann hier noch eine okay. Klima mit Lüftungsanlage. Ja. Also wirklich alles da, was man braucht. Okay. Und das, was auch gern die Bundesregierung von am liebsten allen Hauseigentümern hätte. Das haben wir hier schon mit drin, weil man dann einfach die nächsten 20, 30 Jahre sich auch entspannen kann mit diesen ganzen Sanierungsauflagen und Sanierungszwängen. Ja, du, wenn man nicht entspannt so, dann holt man sich halt einfach einen Kran, packt das Ding wieder auf einen LKW und genau. zieht halt irgendwo hin, wo man wieder entspannen kann. Ne? Genau. Je nach, man weiß ja leider nicht, was so... die nächsten Jahre wirklich zukommt. Bringen. Ja, genau, ja, genau. Das ist so, genau. Ansonsten kann man hier, wenn man möchte, auch einen richtigen Ofen noch mit installieren. Der steht auch hier irgendwo rum. Wir haben einfach mal einen für die Optik mitgebracht. Und dann haben wir hier auch noch ein Badezimmer. Und das ist ja auch nicht nur einfach ein Badezimmer, sondern auch da ist es ja schon wieder ja. sehr durchdesignt. Ne? Ja, also wir haben uns dazu entschlossen, oder also ich wollte gerne so ein Badezimmer haben, wo ich die Möglichkeit habe, trotzdem so ein bisschen im Grünen zu sein. Also das heißt, die Vision ist, dahinter wirklich mit Pflanzen zu arbeiten, hinter dem Fenster. Und wir haben auch extrem große Fliesen. Also es sind echte Fliesen, keine... Plastikelemente oder so, weil man sieht da keine Fugen zum Beispiel rechts in der Dusche, sondern das sind einfach 3 Meter lange Fliesen. Ja. Genau, ansonsten haben wir auch extrem gute Qualität verbaut mit unseren ja, Elementen hier von Hans Grohe. Das kennt man ja auch. Und ja, es ist also ein vollwertiges Badezimmer. Absolut. Absolut. Schöner Ablauf, definitiv. Ja, und das ist, wie gesagt, sogar das kleinste Modul, was wir anbieten. Und alle anderen Module sind dann entweder zum Beispiel doppelt so groß. Ich glaube, wir sind hier nicht ganz richtig ausgerichtet. Okay. Oh ja, dann dusche ich lieber nicht, ne? Wenn ihr nicht ausgerichtet seid, nicht, dass das Wasser in die falsche Richtung läuft. Ja, ich glaube, wir stehen ein bisschen schief. Ja, okay. Aber ja, das ist ja schon auf jeden Fall hier spektakulär.
das kann man schon sagen. Ja, wir haben auch LED-Spots mit integriert, also alles, was jetzt auch designmäßig minimalistisch, aber auch jetzt schon auch modern ist. Ne? Und wenn ich jetzt großartig Interesse hätte an so einem Container, ne? Mhm. Und euch dann anrufe und sage, nee, aber so die Holzfarbe, die gefällt mir nicht so ganz. Ja. Und ehrlich gesagt, das ist ja ganz schön da mit diesem Waschbeckentisch, aber eigentlich hätte ich doch lieber ein klassisches Waschbecken. Können wir alles machen. Okay. Also wir konzipieren individuell mit jedem Einzelnen, der anfragt, den optimalen Grundriss, die optimale Ausstattung und ob möbliert oder unmöbliert wird. Großartig. Wir kooperieren aber auch mit IKEA. Also das heißt, wir können auch für IKEA die Fenster verändern, damit sie zu den IKEA-Systemen passen, wie zum Beispiel Besta, Pax und so weiter. Und damit sind wir dann auch komplett flexibel. Wir können die Fenster verkleinern, vergrößern. Wir können mehr Fenster, weniger Fenster reinmachen. Und wir können natürlich auch die Wandfarben verändern, den Boden verändern und die Decke. Sprich, weil ihr jetzt theoretisch an den Fenstern keine Verdunklung habt und dann könnte ich dann sagen... Doch, also wir liefern alle Container mit einer Spezialfolie auf dem Fenster aus, die dann auf Knopfdruck alles verschattet, sodass niemand mehr von draußen auch reingucken kann. Nur noch du kannst dann rausgucken. Ah, also quasi elektrisch gesteuerte... Genau. Ja, diese Begasten. Okay, genau. Spannend. Ja. Allerdings machen die ja nicht dunkel, ne? Die machen ja halt nur nicht durchsichtbar. Also man kann noch Plissés anbringen oder wenn man möchte, separat dann nochmal Rollläden außen. Wir machen oder wir haben uns deshalb dagegen entschieden, das fest zu installieren, weil man dann wieder wesentlich mehr für den Transport ausgeben müsste, weil wir dann die Überbreite von 3 Metern überschreiten. Ja. Und damit wird für unseren Endkunden einfach der Transport exorbitant teuer. Und deswegen versuchen wir in diesem Rahmen von 3 Metern zu bleiben. Ja, okay, verstehe ich. Ja, gut, aber wenn man dann halt seinen Standort gefunden hat, wo der Container dann halt feststeht, dann kann man das ja im Nachgang theoretisch... Kann man dann montieren, könnte man ja auch sagen, montiert uns das schon mal vor und vor Ort kann man das dann... Ja, das geht. Ja, das ist doch klasse. Und ich weiß, das ist jetzt natürlich immer die unangenehmste Frage am Ende. Kann man so grob was dazu sagen? Was würde jetzt so ein Container hier grob kosten, wenn ich den in Hamburg hinhaben möchte? Ja. So am Hafen irgendwo? Ja, also ich habe tatsächlich sogar hier Bilder, wo solche Module direkt aufs Wasser sogar mit einem Fundament gelegt werden. Aber grundsätzlich, ja, je nachdem, wenn man noch eine KfW-Förderung und so weiter möchte, das günstig finanziert haben will, würde man wahrscheinlich irgendwo so bei 75.000 rauskommen. Und wenn man weitere Module kaufen würde, dann ist man noch mal günstiger pro Modul, weil die Hauptdinge wie Heizung und so weiter sind ja im ersten schon mit drin. Das heißt, der Preis wäre gefördert, also 75 gefördert. Ja. Weil du es gerade noch mal gesagt hattest, Fundament. Braucht man, also muss das Grundstück irgendwas schon... Also ohne jetzt... Nur ein Punktfundament. Okay. Das ist so das Einfachste, das Günstigste und Schnellste. Ja, okay. Super. Und Anschlüsse sozusagen klassisch einfach Wasser, Abwasser. Würde es auch theoretisch gehen, sowas autark zu konzipieren? Grundsätzlich ja. Mit einer Photovoltaikanlage. Wir bräuchten schon irgendwo Wasser her. Ja, also nur über Regenwasser. Es wird wahrscheinlich dann mal nur für ein Wochenendhäuschen reichen, wenn überhaupt. Ja. Aber ein Brunnen wäre noch eine Option. Das müsste man sich dann genehmigen lassen. Und für Abwasser braucht man eine Sickergrube. Und dann würde das auch auf einem günstigen Freizeitgrundstück funktionieren, was nicht angeschlossen ist. Ja, okay. Klasse. Also wirklich... Mit das Schönste, was ich hier bis heute gesehen habe. Dankeschön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Habt ihr wirklich toll designt, muss man wirklich sagen. Steckt Liebe drin, steckt halt sehr viel Design drin. Also unabhängig davon, ob man das jetzt so designt mag oder nicht. Ich mag es total gerne. Wir können alles liefern. Aber also ihr auch habt bei ja gehört, Fliesen. Genau, es kann alles geliefert werden. Und das ist halt, ich mag auch diese großformatigen Fliesen, muss man wirklich sagen. Es sieht dadurch sehr, sehr schön sauber aufgeräumt aus. Man hat halt auch... wenig zu putzen. Ja. Ne? Ich als Putzprofi weiß das. Je weniger Fugen da sind, desto weniger muss man putzen. Es sind überall halt Anschlüsse da, Steckdosen. Also wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank für diese kleine Führung. Aus der Praxis für die Praxis. Das passt hier, glaube ich, gut. Großartig. Super. Dankeschön. Dankeschön. Also guckt mal vorbei. Ich bin Vanessa Wenk, Tiny Malisto. Genau.
das Projekt. Ich verlinke euch das unten, dann könnt ihr da ja mal einen kleinen Anruf starten. Super. Danke.